Moin moin zu einer neuen Ausgabe von Weekly. Wir begleiten euch ins Wochenende mit den wichtigsten CSGO-News der Woche und hier ist auch schon direkt die erste Meldung. Zwar habt ihr Valve ziemlich wütend gemacht, zumindest einige von euch. Game-Server mit Inventar-Mods erfreuten sich bisher nämlich großer Beliebtheit und dagegen will die Firma hinter CSGO nun vorgehen. Kurz zur Erklärung, Inventar-Mods haben es ermöglicht, dass man während des Spielens auf Servern mit diesem Mod auch Skins nutzen konnte, die man eigentlich gar nicht besitzt. Valve will aber natürlich gerne weiter am Geschäft mit echten Skins verdienen und verbietet daher ab sofort Server mit Inventar-Mods. Stellt euch vor, in einer Stunde steht für euch ein Match bei den Intel Extreme Masters an und plötzlich kommt ans Licht, dass ihr im Jahr 2013 einen WAC-Bann kassiert habt. Das ist bei den IEM Taipei dem Spieler QZ von Tai Liu passiert, weshalb sein Team disqualifiziert wurde. Neben diesem Skandal gab es aber natürlich auch ein CSGO-Turnier und das ging mitsamt der rund 27.000 Euro Preisgeld überraschend an das Team The Mongols. Die IEM war jedoch nicht das einzige spannende Turnier am vergangenen Wochenende, denn in Bukarest fand das PGL Minor Championship statt, an welchem auch Pentasports teilgenommen hat. Die Leistung des deutschen Teams war aber eher durchwachsen und so schaffte man es nur mit viel Glück bis ins Halbfinale. Dort unterlag das Team rund um Tarsin und Crystal dann dem späteren Turniersieger Hellraisers. Die neue Saison der ESL Pro League startet am 9. Februar und schon jetzt steht der Austragungsort der Finals fest. Vom 12. bis zum 15. Mai werden die Finalisten aus Europa und Nordamerika nach London reisen und dort um die Rekordsumme von 1,5 Millionen Dollar Preisgeld spielen. Was für ein Deal für Carlos Ocelot Rodriguez. Erst kürzlich verkaufte der Besitzer von G2 Esports das CSGO-Team rund um Michael Lehle an die aus Call of Duty bekannte Organisation FaZe Clan für angeblich 700.000 Dollar und nun hat der Spanier bereits ein neues Team verpflichtet. Dabei handelt es sich um das ehemalige Lineup von Titan, in dem mit Scream ein alter Bekannter von G2 Esports spielt. Den Belgier hatte Ocelot zuvor nämlich ebenfalls für eine stattliche Ablöse an Titan verkauft. Um deutlich weniger Geld wird es beim Wechsel des CSGO-Teams von Leisure zu Killerfish Esports gegangen sein. Das Team des Energy-Drink-Herstellers hatte sein altes Lineup rund um Crispy zum Jahreswechsel an Alternate Attacks verloren und setzt nun auf das neue Team rund um Get und Meyer. Die Intel Extreme Masters in Katowice werden von vielen Fans heiß erwartet, denn das Mega-Event wird die besten CSGO-Teams der Welt nach Polen locken. Mit dabei ist als deutsches Team auch Mousebots und in Gruppe A bekommen es die Mäuse unter anderem mit Fnatic und Na'Vi zu tun, in Gruppe B gehen vor allem Envious und Astralis als Favorit ins Rennen. Als Warm-up für die IEM Katowice können die Jungs von Mousebots die Acer Predator Masters in Krefeld nutzen, die finden nämlich bereits vom 11. bis zum 14. Februar in den Tag TV Studios statt. Neben Mousebots ist auch Alternate Attacks als deutsches Team dabei. Tickets könnt ihr ab sofort für einen Preis ab 5 Euro erwerben. Alle Links und Infos gibt es in den News auf isin.de, die auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Zum Ende der heutigen Ausgabe von Weekly noch ein handfester Skandal rund um die Planet Key Dynamics. Das Team musste sich erst nach dem Match gegen Alternate Attacks beim Rising Stars Turnier einige Cheat-Vorwürfe anhören. Diese wurden von den Admins zwar nicht bestätigt, jedoch ergab sich durch eine genauere Überprüfung der Wetten auf CSGO-Launch, dass die Spieler Xaiken und Xal recht hohe Summen auf ihr Team gewettet haben. Das verstößt gegen die Regel des Turniers und so wurden die Dynamics schlussendlich disqualifiziert. Auch ihre nun ehemaligen Organisationen war das alles zu viel, die Planet Key Dynamics gaben kurz darauf die Entlassung des Teams bekannt. Entlassen wollen wir euch jetzt auch und zwar ins Wochenende. Wir sehen uns am Freitag zur nächsten Folge von Weekly wieder und bereits am Donnerstag bei den Acer Predator Masters in Krefeld. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal für zukünftige Folgen von Weekly und für unsere Berichterstattung von den Predator Master Finals. Bis dann!